So, ich bin heute an der Kirche der Gemeinde Eckersdorf-Mühlenfließ und dokumentiere eine Gedenktafel. Da steht es zum Gedächtnis für die im Weltkriege Gefallenen 1914 bis 1918 aus der Gemeinde Eckersdorf. Und vor ein paar Monaten sah der noch ganz schön ramponiert aus und wurde dann rekonstruiert. Ich hatte zunächst Sorge, dass die ganzen Daten dann weg sind, dass der Stein einfach entfernt wird. Aber nein, hier erstrahlt er nun im neuen Glanze. Ja, und da sind auch so einige Namen aufgeführt. Man sieht, gehen wir es mal durch von oben, da haben wir den Karl Graz, Gustav Krüger, Johann Ketzke, Otto Faber, Albert Rudolf, Karl Fahrenholz, August Lerke, Georg Berg, Karl Mattes, Hermann Stumpfeld, Paul Port, Willy Kant, Willy Schade. Und auf der anderen Seite Wilhelm Lochow, Ernst Bayer, Richard Mattes, Max Beitz, Richard Buchholz, Johann Klutschak, Walter Weltschmidt, Richard Hanschke, Max Merten, Paul Gassert, Richard Zinn, Hermann Mattes und Helmut Ritsche. Ja, die sind dort aufgeführt. Und die Daten und Fotos werde ich euch selbstverständlich noch zur Verfügung stellen, damit sie auch gefunden und genutzt werden können. Also Eckersdorf wurde 1333 wohl erstmals urkundlich erwähnt. Ob die Kirche da schon gestanden hat, weiß ich nicht. Kann man bezweifeln. Auf jeden Fall soll es bis Mitte des 18. Jahrhunderts noch ein einfaches Holzgebäude gewesen sein. Und 1866 wurde es dann massiv errichtet. Also mitten des Ortskerns, ist auch gut befahren hier. Und ansonsten findet man Parkmöglichkeiten dann auch links und rechts und kann die Städte durchaus mal besuchen.